So, jetzt möchte ich euch zeigen, wie man aus der Spüle die Wasserflecken wegbekommt. Und zwar benötigt ihr dafür Essig und ein Küchentuch. Und zwar macht ihr auf das Küchentuch ein bisschen Essig. So. Und geht dann über die Stellen in der Spüle, wo die Wasserflecken drin sind. Wasserflecken entstehen, wenn man Wasser noch in der Spüle stehen hat und es länger dann stehen lässt, dann entstehen da Wasserflecken. Hat eigentlich jeder in der Spüle. So, ihr geht einfach mit dem Tuch über eure Spüle drüber. Und dann seht ihr schon, dass die Wasserflecken weggehen und es ebenmäßiger wird in der Spüle. Wenn euch das noch nicht reicht, macht ihr das Ganze nochmal. Nochmal den Essig nehmen. Nochmal das Tuch draufhalten und ein bisschen Essig auf das Tuch machen. Und dann nochmal über die besagten Stellen drüber gehen. So. Anschließend nochmal gut ausspülen. So, und jetzt, damit ihr euch euer Ergebnis nicht sofort wieder kaputt macht, nehmt ihr ein Tuch und macht es trocken. So. Jetzt könnt ihr sehen, dass die Wasserflecken so gut wie alle weggegangen ist, wenn man das von vornherein immer macht, wird das natürlich noch besser.